Ja, Mustafa Ünal, 1:0 Auswärtssieg unter Flutlicht auf der Kreuzeiche gegen den SSV Reutlingen. Besser geht's doch eigentlich nicht, oder, um ins Wochenende zu starten? Ja, natürlich eine tolle Sache für alle Kickers-Fans, für die Mannschaft. Das glaube ich hier am Freitagabend. Flutlicht spielt, geile Atmosphäre, 1:0 zu gewinnen. Ist natürlich immer was Besonderes im Derby. Ja, spielerisch gibt es aber dann wahrscheinlich immer noch die Baustellen, die wir auch schon gegen Waldorf gesehen haben, oder? Ja, definitiv. Also es war schon heute mehr Kampf als spielerische Klasse. Aber es war auch heute auch gefragt. Also wir haben von Anfang an gewusst, dass es mehr ein Kampfspiel wird. Ja, haben wir gut angenommen. Natürlich hat Reutlingen auch dazu beigetragen, dass das Spiel so spannend bleibt. Haben das sehr gut gemacht. Wenn das Ding unentschieden ausgeht, darf sich keiner beschweren. Aber wie gesagt, im Derby ist es wichtig, dass man dagegen hält. Und am Schluss haben wir uns dann mit dem Sieg belohnt. Ja, gerade rund um die 15. Minute am Anfang war es ja durchaus hektisch. Wie hast du da von außen auf deine Mannschaft einwirken können, dass es vielleicht doch wieder in geordnete Bahnen kommt? Ja, wir haben schon gewusst, dass Reutlingen da Feuer reinbringen möchte. Ja, und wir haben schon in der Kabine gesagt, das wird bewusst so kommen, nicht drauf einlassen. Aber dann war es natürlich mit der ersten Rudelbildung, war das Ding über den Haufen geschmissen. Ja? Ja, ja. Da war dann die Ordnung weg, da hat man schnell den Kopf verloren. Mehr Emotionen dabei als Kopf. Und dementsprechend waren das Spiel auch offen und offener Schlagabtausch. Aber haben wir dann trotzdem gut angenommen, den Kampf. Ja, jetzt doch vielleicht der Blick nach vorne. Es geht nächstes Wochenende gegen Backnang und dann gleich in die englische Woche gegen Freiberg. Das ist wahrscheinlich dann auch das größere Ziel, oder? Dass wir gegen Freiberg vor allem die Punkte einfahren. Ja, nicht größer unbedingt. Also wichtig ist, dass wir jetzt gegen Backnang endlich zu Hause wieder spielen dürfen, vor Zuschauern. Da freuen wir uns riesig drauf. Jetzt haben wir zwei Auswärtsspiele gehabt zum Start. Haben wir beide gewonnen, 6 Punkte. Und jetzt kommt Backnang. Ja. Und wenn wir da erfolgreich sind, dann können wir uns aufs Freiberg-Spiel freuen. Wunderbar, danke dir. Ja. Schönen Abend noch. Gerne, schönen Abend. Danke. Ja, Momo Barudi, ich glaube, du hattest heute im Derby richtig deinen Spaß. Man sieht es auch ein bisschen am Trikot, oder? Ja. Du warst auch der Erste, der hier gleich beim Abpfiff rausgerannt ist. Hast, glaube ich, für 3 gelbe Karten beim Gegner in der Anfangsphase gesorgt. Also zufrieden mit der Partie? Auf jeden Fall. Wir haben es schon von Anfang an gewusst, dass es eine heikle Partie wird. Wir haben alles reingehauen, alles bis zur letzten Sekunde reingehauen, auch wenn es jetzt nicht klar überlegen war. Trotzdem haben wir unsere Stärken ausgespielt. Klar, wer ist es? Emotionen gehören dazu und die habe ich direkt am Anfang gezeigt, aber auch den Gegner auch zurecht und ja. Ja, du durftest dann irgendwann mit Turban spielen, was ist passiert? Also da bin ich mit einem Reutlinger, einem Stürmer von Reutlinger, einem Kopfballduell hochgegangen, er ist mit einem Ellbogen hinten rein, hier am Ohr und dann gab es eine kleine Platzwunde und dann ging der Spaß dann weiter. Also wirklich spaßiges Derby, oder? Genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Perfekt. Also dann viel Erfolg beim Regenerieren. Hoffentlich wird es nichts Größeres am Ohr. Auf jeden Fall, danke. Und dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder gegen Backnang. Auf jeden Fall. Auf die Blaue. Auf die Blaue.